Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem akkubetriebenen Stichsäge, auch genannt Pendelhubstichsäge. Kennt ihr es nicht alle da draußen, ihr Handwerkerfreunde? Es ist absolut abnervend, mit einer Stichsäge oder einer Pendelhubstichsäge zu arbeiten und gleichzeitig auf die Finger zu achten. Eins ist am Gerät, andere am Werkstück und dann auch noch zum dritten auf das blöde Kabel zu achten. Deshalb habe ich mir das Ding hier geholt und natürlich, weil es kompatibel zu meinem ganzen Akkus sind. Ihr braucht nämlich zu diesem Gerät einen Akku von Makita, 18 Volt Lithium-Ionen-Akku, 5 Ampere ist nicht Pflicht, aber 5 Ampere ist schon stark. Umso höher die Amperezahl, umso länger halten die Jungs durch. Also den braucht ihr und zwar mit einem Stern drauf. Erstmal zu leichte und handliche Pendelhubstichsäge. DJV 181, so heißt das Freundchen hier. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktes Gehäuse. Stimmt. Mit dreifacher Bandloop-Einstellung plus Neutralsteller. Kühlluft bläst die Schnittstelle frei. Wie geil ist das denn? Grundplatte aus Aluminium, Druckguss beidseitig um 45 Grad schwenkbar. Auch cool. Elektronisch regelbare Hubzahl. Saugut. Mit elektronisch geregelten Sanftanlauf für ein besseres Ansetzen des Sägeblattes. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Das ist auch neu für mich. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Musste immer schön den Imbus zücken. Beidseitige elektronische Einschaltmöglichkeit, neuer verbesserter Absaugstutzen und mit Doppel-LED. Wow. Die Verpackung sieht cool aus. Wir sehen hier das Teil in Action. Da BL Motor Brushless, das heißt also ohne Bürsten. Dann seht ihr hier ein paar Infos. Maximale Erreichbarkeiten etc. Seite sieht auch sehr ansprechend aus. Sieht cool aus. Unten die Makita-Farbe. Und jetzt ballern wir das Ding mal auf und schauen uns an, wie das so aussieht. Okay. So, nach oben. Das ist schwarz. Und dann öffnen wir den Karton und schauen uns an, was alles drin ist. Erstmal hier eine Beschreibung auf diversen Sprachen. Sehr schön. Und dann hier, das ist das, cool, wovon ich gerade noch sprach. Das könnt ihr euch dann in die Werkstatt hängen. Mit diesem Freundchen hier, mit dem hier zum Beispiel, könnt ihr diese ganzen Geräte befeuern. Über 200 Werkzeuge. Und deshalb habe ich mich nämlich dafür entschieden, weil ihr könnt mit diesen Akkus, die sind voll multifunktional einsetzbar, von der Klamotte, wie ihr hier drüben seht, bis hin zum dicken, fetten Bosch-Hammer. Nicht Bosch-Hammer, sondern Makita-Hammer. Kreissäge, alles dabei. Auch Gartengeräte, Staubsauger und auch Rasenmäher. Voll geil. Also das ist echt ein cooles Teil oder eine coole Idee. Aber die war auch sehr sinnvoll. So, dann haben wir hier noch ein paar Sachen, Sicherheitshinweise. Und dann haben wir das Hauptprodukt hier drüben liegen. Es gibt kein Kabel, wie man das direkt sieht. Es ist einfach nur das Gerät. Dann haben wir hier noch was. Zubehör. Oh, die geben uns sogar ein paar Sägeblätter dabei von Makita selber. Und zwar diverse. Metall, dann haben wir da noch Holz und Holz und Metall. Ja, genau. Das reicht ja erstmal, ne? So, das hier scheint mir für diese Absaugung zu sein. Werden wir noch rausfinden. Und dann das Gerät selber. Ich entnehme es mal. Ich gucke mal, hier ist nichts. Also eigentlich ist ja da in diesen Bereichen immer das Kabel zu finden. Aber nein, jetzt nicht mehr. So sieht das Gerät dann aus, wie es bei euch dann zu Hause ankommt. So, ich nehme es mal in die Hand. Liegt gut in der Hand. Man kann hier oben schön gegenhalten. Hier unten dann die Führung halten. Ja, ist ergonomisch vernünftig gewählt. Und hier unten haben wir Plastikabdeckungen. Ich denke mal, da wird auch vielleicht LED dann sein. Ich weiß es nicht. Hier unten haben wir auch noch so eine Schnittführung. Hier unten ist das Aluminiumgehäuse, wovon ich sprach. Hier.
Und hier kann man dann Einstellungen durchführen. Gehen wir gleich alles durch. An und aus. Lock und Lock. Hier hinten noch einstellen, wie viel Power rauskommen soll. Also, und dann hier seht ihr den Stern, wovon ich am Anfang sprach. Stern heißt kompatibel zu euren Akkus hier. Okay? Das heißt also, ihr müsst den Akku entweder extra kaufen oder ihr holt euch halt ein Set. Und hier seht ihr auch dann die Typenbezeichnung DJV181. Und ja, die sieht schon mal echt gut aus. Voll geil. Ist auch recht, ist überhaupt nicht schwer. Also, das Ding wiegt mit Akku 2 Kilo, 2,5 Kilo. Die Maße 30 cm, 77, 1,90. Man kann Schnittleistung in dem Gerät Metall 10 mm, Holz 135 mm machen. Legierungswinkel ist 45, der Hubhöhe ist 26 mm, Leerlaufhubzahl ist 800 bis 3500 Umdrehungen pro Minute. Und der Akku ist halt 18 Volt, braucht ihr. Und dann könnt ihr da variieren, wie viel Amperestunden ihr benötigt. Je tiefer die Amperestunde und je nicht so lange hält der Freund durch, okay? Also wenn ihr lange durchhalten, nehmt 5 oder 6 Ampere, die sind dann auch in 50 Minuten geladen und die kleineren sind natürlich schneller geladen, aber halten nicht so lange durch. Also sieht schon mal sehr cool und sehr edel aus. Coole Verarbeitung merkt man direkt, wenn man hier anfasst. Die Leute von Makita wissen, was abgeht. Oh je. So, jetzt kommen wir erstmal zur Akkumontage. Ihr braucht einen Akku, wie beschrieben, 18 Volt muss er haben, Ampere ist variabel und er muss einen Stern haben. Gut, jetzt nehmen wir das Gerät zur Hand. Der Akku kommt so rum rein. Das heißt also, in dem Fall hier ist ja unten, das heißt Makita muss man einfach richtig lesen können. Und dann ist hier ein Schienensystem angebracht, wo ihr dir den Akku reinschiebt. Ihr könnt die Akkukontrollleuchte drücken und seht, vollgeladen. So, das heißt also reinschieben, bis es klackt. Damit ist nun die Maschine komplett equipped, ohne Sägeblatt momentan. Aber ich zeige euch erstmal, wie man sie überhaupt anmacht. Ihr habt nämlich auf der rechten und linken Seite jeweils zwei Schalter. Dort und dort. Der eine Schalter ist dafür da, um in den Stand-by-Modus zu kommen und sozusagen es betriebsbereit zu machen. Dann geht nämlich auch Licht an. Paff. Das könnt ihr von beiden Seiten machen. Jetzt habe ich es wieder ausgemacht. Ne? Ich mache jetzt rechts an, rechts wieder aus, links, links an, links wieder aus. Wenn sie aus ist, funktioniert der Anschalter nicht. Sehr gut. Wenn sie aber an ist, das seht ihr an den LEDs, dann funktioniert es. Jetzt, wenn ich hier drauf drücke, fährt sie los. Ich kann jetzt wieder ausmachen und das gleiche auch von rechts. Und ich kann auch rechts anmachen und links ausmachen. Und wenn ich dann fertig mit der Arbeit bin, reicht es, wenn ihr das Gerät hinstellt, hinlegt, was auch immer. Und nach circa 10 Sekunden geht das Gerät automatisch dann in den Standby- und Lock-Modus über. Weil jetzt, seht ihr, geht es nicht mehr an. Das ist ein Sicherheitsfeature. Also immer müsst ihr vorher entsperren und dann die Bewegung initialisieren. Dann ausmachen. Wenn ihr es direkt ausmachen möchtet, könnt ihr auch auf den Schalter oben tippen und dann ist sie komplett aus. Um den Akku dann wieder zu entfernen, drückt ihr hinten auf den weißen und zieht nach hinten den Akku raus. Und jetzt ist sie ganz sicher verstaut, jetzt geht gar nichts mehr. Kein Strom ist mehr da. Jetzt kommen wir zum nächsten Ding. Ich habe den Akku wieder angeklemmt. Jetzt wollen wir die Geschwindigkeit mal einstellen. Das heißt, wir drehen die Maschine auf die Seite und sehen hier ein Zählwerk. Dieses Zählwerk könnt ihr von 6 bis 1 verstellen. Okay? Gerade Standard, als ich es rausgeholt habe, war 6. 6 ist der schnellste Gang. 1 ist der langsamste Gang. Wir werden jetzt mal alle gleich durchgehen. Und dabei ist 1 bis 4 für Plastik, 3 bis 6 für Aluminium, 3 bis 4 ist für Edelstahl, 3 bis 6 ist für Weichstahl und 4 bis 6 ist für Holz, zum Beispiel Arbeitsplatten. So, ich werde jetzt anschmeißen und dann werden wir mal den Unterschied zwischen den einzelnen Gängen uns anhören. Erstmal entriegeln und an. Ihr hört sehr langsamer Lauf. Für Plastik, schneller, viel schneller, noch schneller,
und der schnellste lang. So, jetzt mal ausmachen. Also ihr habt gemerkt, im Leerlauf ist zwischen 4 und 6 nichts, aber das wird der Leerlaufbegrenzer sein, weil er ja merkt, dass hier kein Gegenstand wohl unten eingespannt ist und auch nicht gegenhält. Aber so könnt ihr euch schon, bevor ihr überhaupt das Werkstück beschneiden wollt, Einstellungen vornehmen, wie schnell oder was ihr schneiden wollt. Da hinten an dem Rad, einfach dran drehen. Also 6 für Holz und 1 ist dann für Plastik. Okay? Um ein Sägeblatt zu installieren, geht ihr wie folgt vor. Am besten immer vom Strom trennen. Okay? Dann die Platte hier unten herausdrücken, denn die braucht ihr eigentlich nur für Plastikschnitte. So, heraus damit. Und dann schaut euch das an. Das ist super geil gelöst. Hier vorne an der Makete ist so ein Plastikabdeckung. Und wenn ihr hier an diesem Teil dran bewegt, könnt ihr das nach vorne drücken. Durch das nach vorne ziehen, bewegt ihr hier einen Anschlagpunkt. Und dadurch dreht ihr hier die Führung auf. Cool, oder? So, jetzt seht ihr, dass die Schlitze übereinstimmen. Jetzt können wir unser Sägeblatt nehmen. Das hier ist Holz. Wenn es feiner ist, ist es dann Metall. Und natürlich Säge nach vorne gerichtet, also so rum rein. Und jetzt drückt ihr die Säge hier rein. Währenddessen habe ich hinten unter Spannung. Seht ihr das? Ich halte es also nach vorne. Drückt die rein und drückt sie nach unten. Und jetzt seht ihr, kann ich loslassen. Und das Blatt ist da unten gekontert. Und schon sind wir in der Führung von der Pendelhub-Stichsäge drinne und können loslegen. Ne? Das ist ganz fest. Das war's. So einfach. Ich mache noch mal raus, um zu extrahieren. Das ist ganz cool. Pass auf. Einfach nach unten halten und nach vorne. Und dann fliegt sie raus. Ne? So nochmal. Also hier dran, nach vorne und dann rein damit, drücken, bis es einrastet. Und dann achtet darauf, dass hier die Arretierung mit dem Sägeblatt in einer Linie ist und dann könnt ihr lossägen. Ups, Akku rein. Und dann ging es los. Jetzt seht ihr, ist es in der Arretierung drin. Jetzt können wir hier los sägen, was wir halt sägen wollen. Ausmachen, locken, Akku entfernen und dann super geil. Super einfache Sägeblattwechseleinheit. Geil. Das ist so. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr diese Platte hier unten benutzt. Die ist dafür da, um ganze Oberflächen, die sehr filigran sind, wie zum Beispiel Plastik, sehr schnell kratzeranfällig ist, nicht mit hier dieser Aluminiumplatte lang zu ratschen, sondern mit dieser hier. Da gibt es auch eine richtige Arretierung hier, da läuft das Blatt nämlich dann drinnen auf. Wie gehen wir da vor? Das heißt also erstens, wir werden das Sägeblatt installieren, dazu halten wir es in Position, drücken es rein, bis es eingerastet ist. So, jetzt ist es ja schon arretiert, wie ihr seht. Es ist in der Führung drin. Nun gehen wir hin und werden das Sägeblatt hier durchfädeln. So, und dann gehen wir vorne drunter und drücken es hinten rein. Und schon haben wir jetzt hier das Sägeblatt langlaufen. Und überall ist hier Schutz. Überall ist Schutz. Schutz. So, jetzt zeige ich euch, wie das anläuft und auch funktioniert. So, ganz einfach. Dann wieder raus und schon seid ihr wieder auf der sicheren Seite unterwegs. Das ist halt für wirklich ganz feine Oberflächen. Ansonsten könnt ihr das auch demontieren. Um einen Gehrungsschnitt durchzuführen, entfernt ihr zuerst die Platte unten. Zack. Und dann guckt ihr auf die Rückseite. Dort ist nämlich was versteckt. Ein Imbusschlüssel. Jetzt schauen wir unter das Gerät und sehen dort die Platte, wo sie drauf verläuft, die Pendelhubstichsäge.
Dort gibt es einen Schraubmechanismus. Den lösen wir nun. Und jetzt können wir die Neigung einstellen. Und ihr seht, die Neigung ist absolut freigängig, bis ihr sie fest arretiert. So könnt ihr einen Gehrungsschnitt ganz einfach und schnell durchführen. Und ihr seht, so sind wir ganz gerade. Jetzt gehen wir nach vorne und können drehen. 45 Grad, andere Seite 45 Grad. Und das steht auch hier hinten, ist eine Anzeige, in wie viel Grad ihr seid. Wenn ihr wieder zurück wollt, geht ihr hinten in die Arretierung rein und könnt dann wieder zurück. Einfach festschrauben und dann könnt ihr loslegen. So, machen wir jetzt mal hier zum Beispiel. Festschrauben. Und dann seht ihr, könnt ihr hier wirklich ganz schön fett 45 Grad Winkelgehrungsschnitt durchführen. So, danach wieder aufschrauben und zurück in Position schieben, dass wir auch wieder einen klaren und geraden Schnitt durchführen können. So, dann festziehen, fixieren und dann könnt ihr auch wieder alles zusammenbauen. Der hier kommt wieder hinten rein, wird dort arretiert und wenn ihr wollt, könnt ihr den hier auch wieder draufklatschen. Und schon ist eure Pendelstichsäge wieder für einen ganz geraden Schnitt zugänglich. Um dann einen Schnitt durchzuführen, mache ich es immer so, ich mache ein Loch in die Arbeitsplatte zum Beispiel, was groß genug ist, um mein Teil hier aufzunehmen. Dann gehe ich hin und spanne ein, kann man auch hier durchmachen, auch falsch rum. So, zack. Dann fixiert man das besagte Bauteil. Nun ist es fixiert. Dann ist da halt das Loch, dann taucht ihr da rein und könnt dann mit der Pendelhubstichsäge euren Ausschnitt machen, bis er fertig ist. Wenn er fertig ist, Maschine wieder ausstecken und immer schön daran denken, dass auch das Teil, woran ihr euch wirklich verletzen könnt, entfernt wird. Und das geht so schnell und einfach, das solltet ihr benutzen. Die LED-Ausleuchtung ist super, die Gänge sind klasse. Also es gefällt mir, sehr gutes Gerät, akkubetrieben, voll geil, denn das ist handlich, kein Kabel mehr möglich oder benötigt ihr nicht. Super Pendelhubstichsäge, für alle möglichen Materialien geeignet. Ne? Zwischen 1, 2 und 3. Super geil, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so, ich habe wieder mal was vergessen. Hier vorne haben wir noch einen Hebel. Schaut euch das an. Damit kann man die Lage eures Blattes verändern. Also sprich nach vorne, nach hinten. Damit wird es dann etwas mehr supported. So ist jetzt die Neutralstellung ganz hinten. Oder eher gesagt, die dritte Stellung haben wir hier. Und das hier ist die Neutralstellung. Und so ist sie am festesten und am meisten auch nach vorne gedrückt. Ihr seht, wie sich das hier verändert. Nach vorne und nach hinten geschoben wird. Ne? Auch der ganze Kladderadatsch da drin. Und dann könnt ihr es halt fahren, etwas arretierter oder unarretierter. So, das war's aber jetzt. So.